Ihr seht und hört es vielleicht schon, hinter mir wird bereits fleißig gearbeitet. Heute kann es etwas lauter werden, denn wir sind in der DSW 21 Straßenbahnwerkstatt. Ich schmeiß mir jetzt schnell meine Arbeitskleidung über und dann geht's auch schon los. Tada! Hi! Hi, ich bin Linda. Ich bin Nico. Was können wir denn heute hier machen? Heute zeige ich dir anhand eines Umlauftermins, der findet so alle 10 Tage statt, wie unser tägliches Geschäft hier aussieht. Als erstes würde ich sagen, gehen wir einmal unter den Wagen und schauen, ob da alles in Ordnung ist. Mhm. Dafür müssten wir einmal die Schutzausrüstung anziehen, okay, dass wir uns den Kopf nicht stoßen. Alles klar. Schon ein bisschen gruselig hier drunter zu sein. Ja, ist ein bisschen ungewohnt, ist auch dunkel. Hier haben wir die Bremsscheibe und dann haben wir hier die Bremsbeläge. Die sehen noch gut aus. Die sehen gut aus. Dann können wir hier mal weitergehen und schauen wir uns erstmal die Schienenbremse an. Die ist zur Unterstützung, ja, vor allem in Gefahrensituationen. Dann haben wir hier die Stoßdämpfer und die Querlenker. Hier ist alles super soweit. Wie viele Straßenbahnen prüft ihr da so am Tag? Es hängt immer davon ab, wie viele reinkommen. Ich würde sagen, so 10 am Tag. Genau, das war es eigentlich schon für drunter. Okay. Gut, dann gehen wir jetzt mal in den Wagen rein, mhm, und prüfen den Innenraum. Ja. Da fangen wir mit dem Fahrerstand an. Da wollte ich auch schon immer mal rein. Hier können wir als allererstes einmal den Kilometerstand ablesen. 719.937 Kilometer. Dann müssen wir den Fahrersitz noch prüfen. Wenn du willst, kannst du das gerne mal probieren. Gerne. Als erstes mal die Sitzneigung. Oh, der federt schön. Ja, funktioniert alles. Ja. Dann haben wir einmal den Sitz nach vorne und hinten. Ob das alles funktioniert, auch ohne Haken. Sehr gut. Dann haben wir einmal die Armlehne, ob die fest ist. Geprüft. Sehr gut. Dann schauen wir uns jetzt einmal den Fahrgastraum an. Ja. Da prüfen wir hauptsächlich Sitze, ob alles, ob nichts beschmiert ist, ob keine Aufkleber irgendwo sind. Allgemein, ob alles fest ist. Jetzt sehe ich hier schon einen Aufkleber, den müssen wir gleich mal vielleicht abmachen. Mhm. Hier oben sehen wir auch eine Leuchte, die nicht mehr ganz hell ist. Die könnten wir auch mal wechseln eigentlich. Mhm. Was macht dir am meisten Spaß an deinem Job? Hauptsächlich, also hier, dass es vor allem abwechslungsreich ist. Mhm. Dass wir immer viele unterschiedliche Arbeiten haben. Klar. So ein Umlauftermin ist immer dasselbe, wenn man mal eine Reparatur hat, die vielleicht außergewöhnlich ist. Das ist schon mal ganz interessant. Okay, was steht als nächstes auf der Liste? Als nächstes prüfen wir unsere Tür. Als erstes drücke ich mal ganz normal hier drauf. Genau. Ja? Genau. Die funktioniert? Ah, ja, sehr gut. Und jetzt können wir schon reingehen, oder? Jetzt können wir reingehen, genau. Kann ich die einfach fallen lassen? Nee, ungern. Okay. Sehr gut. Geht wieder auf. Tür geprüft. Sehr gut. Gut gemacht. Also Tür haben wir geschafft. Dann gab es ja unter anderem noch einen Aufkleber, den wir entfernen müssen. Genau. Das müssten wir drüben in der Werkstatt machen, in, mhm, unserer Werkstatthalle. Dazu müssten wir einmal rüberfahren. Okay. Kann man nur fahren und bremsen. Aha. Wenn man ganz durchzieht. Sorry. Lauf mir nicht über die Schiene. Okay. Müssen wir einmal die Weiche stellen, damit wir aufs richtige Gleis kommen. Aha. Willst du das machen? Okay. Und dann einmal zu dir ziehen. Kräftig. Okay. In die Richtung. Jo, da ist er. Das war's? Das war's, genau. Und jetzt können wir dahin fahren, wo wir hinwollen. Okay. Jo, hier sind wir. Okay, dann hole ich, glaube ich, mal einen Tritt, ne? Dann haben wir hier eigentlich alles repariert, oder? Ja. Sehr schön. Als letztes, bevor wir wieder rüber in die andere Halle kommen, weil ich noch eine kleine Challenge für dich habe. Okay. Müssen wir jetzt noch den Sand füllen. Die Straßenbahnen brauchen Sand fürs Bremsen oder auch fürs Anfahren, gerade bei glatter Strecke. Genau. Hier haben wir unsere Sandanlage. Fest rausziehen. Genau. Und dann einfach rein. Und dann müssen wir hier den Hebel noch umlegen. Und dann ein bisschen warten. Ah, naja. Wir können ja schneiden.
Dann zurück zur anderen? Dann zurück zur anderen Halle. Auf zur Challenge? Auf zur Challenge. Also, ich habe jetzt noch was vorbereitet. Ja. Und zwar habe ich mir gedacht, wir könnten einen Teil vom Wagen einmal mit einer Handwäsche machen. Okay. Und dann können wir mal gucken, wer schneller ist. Geht's los? Jo. 3, 2, 1, los! Ich sah gar nicht so schmutzig aus. Es wird immer dreckiger. Ja. Das ist ein richtiges Workout. Fertig! Jo! Ganz schön anstrengend. Ich habe ein bisschen geschummelt, aber ich würde sagen, wir sind gleich schnell gewesen, ja, oder? Ja, glaube ich auch. Ja. Zum Abschluss kann ich dir jetzt noch mal zeigen, wie es eigentlich gewaschen wird mit der Maschine. Wie es schneller geht. Bereit? Hi! Das war ein sehr anstrengender Tag, aber es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Nico, vielen Dank, dass ich mir das hier heute angucken durfte, dass du mich mitgenommen hast und mir deinen Arbeitsalltag gezeigt hast. Sehr gerne. Ich hoffe, für dich war es auch ein schöner Tag. Auf jeden Fall, hat Spaß gemacht. Vielen Dank, bis bald. Bis bald. Die Straßenbahn ist wieder sauber und auch alle anderen Arbeiten konnten wir erfolgreich umsetzen. Und ich fand es war wirklich sehr spannend zu sehen, wie viel Arbeit dahinter steckt, dass wir alle pünktlich zur Arbeit, Uni, Schule oder sonst wohin kommen. Was da alles noch für Planung und Organisation hintersteckt, das schaue ich mir beim nächsten Mal an.